Freunde, habt ihr Lust auf eine karamellisierte Melone mit einem scharfen Tomatensalat und einer Hummuscreme? Ich entnehme ein deutliches Ja. So, ich zeige euch, wie das funktioniert. Ihr braucht erstmal ein bisschen braunen Zucker. So, und hoppala. Und den braunen Zucker gebt ihr auf so einen Teller, nehmt ihr ein schönes Stückchen Melone und wälzt die Melone in den braunen Zucker. Okay. So, wenn es geht, Zucker ohne Klümpchen. Mein Gott, Herr Hetze. So, wenn die Melone schön mit Zucker vollgesogen ist, dann, das kennen wir ja schon, nehmt ihr ein Stückchen gutes Olivenöl und dann wird die Melone gebraten. Und zwar in dem heißen Öl. Okay, zack. So, der Zucker karamellisiert, ja, die Süße geht. Und ein feiner Karamellgeschmack entsteht. So steht es geschrieben. Dauert ein Sekunde lang. Für die Hummuscreme brauchen wir Kichererbsen. Und die könnt ihr gut und gern aus dem Glas kaufen. Die muss man nicht selber einweichen, das ist immer ein Riesenakt. So 5 Esslöffel Kichererbsen. Und zu den Kichererbsen kommt dazu ein Paprikamus. Das bekommt ihr in jedem Supermarkt. Nennt sich Eiwar. Ja, Paprikamus. Dazu ein Schlückchen Limettensaft. Ja, immer schön quetschen vorher, der Länge nach halbieren und dann viel von dem guten Limettensaft hier rein. So. Olivenöl, 2 Esslöffel. Gutes Olivenöl. Dann Minze. Ja, nicht nur für den Mojito, sondern eben auch für die schöne Hummuscreme. Ja, und dann müssen wir die Melone mal umdrehen. Ja, die hat 5 Farben, so muss es sein. Dann etwas Schärfe. Jetzt kommt auch noch was dazu. Okay, im Prinzip sind wir fertig. Die Melone kommt raus. Die ist schön karamellisiert. Und die stelle ich mal zur Seite. Rosmarin, fein gehackt, kommt doch hier mit dazu. Toll, schönes Flavor, schön betonhaltig. Rosmarin, sehr fein. Gut, that's it. Das Ganze wird püriert, natürlich mit ein bisschen Salz und frisch gemahlenem Pfeffer gewürzt. Man könnte da jetzt natürlich noch andere Gewürze dazugeben. Ich finde es aber so genial. So, schön fein pürieren. Dauert ein bisschen. Und wenn euch, wenn es zu dick ist, gebt einfach ein paar Tropfen Wasser dazu. Das war fast ein bisschen viel. Aber immer noch voll. Sehr, sehr fein. Jetzt, last but not least, mache ich für euch einen schnellen Tomatensalat. Den gibt es mit dazu. Und zwar, schaut her, ich liebe diese Kameraden. Die roten Zwiebeln sind wirklich kulinarisch ganz weit vorn. Halbiert die und schneidet die der Länge nach in Streifen. Und dann habt ihr so schön gefächerte einzelne Segmente. Also dann schauen die Zwiebeln schön aus. Ja? Tolle Geschichte. So, zu den Zwiebeln kommen dann die Tomaten. Voilà. Tomaten zu den Zwiebeln. Auch da wieder ein Stückchen gutes Olivenöl. Ein Stückchen Pfeffer. Salz. Und Schafskäse. Macht es ganz rustikal in der Hand und brecht so kleine Stückchen. Nicht schneiden, einfach so ein bisschen brechen und dann ist es perfekt. So, so anrichten.
einen schönen Teller. Dann die Hummuscreme. So, einmal. Dann die Melone hier drauf. Und zum Schluss den Feta mit den Tomaten. Also natürlich kann man den Hummus auch mit Kreuzkümmel machen, ja? Also wenn man das möchte, ist es eine tolle Sache. Aber ich habe das jetzt mal absichtlich weggelassen, muss gar nicht sein. So ist es super, 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 schau mal hier, ein bisschen Grünzeug mit dazu, ein super erfrischender Sommersalat, der saumäßig gut schmeckt, gesund ist und ein Stückchen Weißwein dazu, das ist für so immer Pflicht, ein Stück Brot und alles ready for takeoff, Freunde der Nacht, Hänsel Spitzrezepte, nachkochen, lecker.